liebe Pilgerinnen und Pilger aus dem deutschen Sprachraum, liebe Mitbrüder, lieber Bischof Wilhelm, Bischof von Graz-Seckau, grüße alle unter euch sehr herzlich. Manche erkenne ich an den Fahnen, manche Fahnen kenne ich nicht so genau. Und ich grüße auch alle die, die ohne Fahnen da sind und einfach eben hierher gepilgert sind. Ganz besonders grüße ich unter euch diejenigen, die aus Gebieten des deutschen Sprachraumes kommen, in denen es katholische Diaspora gibt. Das heißt, ja, mal euch einen besonderen. Danke, dass auch ihr euch so beherzt auf den Weg gemacht habt. Es tut uns gut, zusammenzukommen. Zusammenzukommen mit Papst Franziskus, der uns hier sozusagen auch einen katechetischen Weg des Glaubens führt. Das Erste, was er uns gestern Abend oder Nachmittag gesagt hat im Park bei der Begrüßung, war die erste Botschaft unseres Glaubens. Das Erste, was wir von Gott sagen können, das Grundlegende und Wichtigste. Und es hat geheißen, du bist von Anfang an geliebt. Und das nicht automatisch einfach, weil das bei Gott so üblich ist, sondern weil er genau dich will. Du lebst genau deshalb jetzt dein Leben von deinen Eltern, mit deinem Geburtsjahrgang, mit deinen Begabungen, mit deinem Aussehen, weil Gott dich ruft und will. Du bist geliebt von Anfang an. Das ist der Kern und die Basis unserer frohen Botschaft. Ja, wenn das so ist, dass wir alle geliebt sind, warum dann die Schwierigkeiten? Dann wäre es doch ziemlich einfach. Deshalb bleiben wir nicht bei dem ersten Schritt stehen, sondern gehen weiter auf unserem katechetischen Weg. Heute ist Freitag. Wir werden miteinander den Kreuzweg beten mit dem Heiligen Vater am Abend. Und jetzt am Vormittag ist uns das Thema der Buße, der Umkehr und der Barmherzigkeit ans Herz gelegt. Warum? Weil trotz der Liebe Gottes, die alles trägt und umfängt, es so ist, dass es die Sünde in der Welt gibt. Angefangen von der Ursünde, von der die Bibel erzählt und damit sagt, das betrifft alle Menschen, da kann keiner aus. Wir sind hineingewoben in eine eigenartige Welt, in der alles gut sein könnte und es doch nicht ist. Von Jesus haben wir heute im Evangelium gehört, dass er das Evangelium vom Reich Gottes verkündet hat. Das ist im Kern genau das, was Papst Franziskus gesagt hat. Gott ist Liebe und du bist geliebt. Aber auch er ist dabei nicht stehen geblieben, sondern hat geheilt, weil er gesehen hat, es ist nötig. Er hat Krankheiten geheilt, er hat, wie es heißt, die unreinen Geister ausgetrieben und er hat, das haben wir nicht im heutigen Evangelium gehört, aber wir wissen es aus anderen Stellen des Evangeliums, er hat Sünden vergeben. Krankheiten, Plagen, welcher Art auch immer, und Sünden belasten Menschen individuell und in ihrer Gemeinschaft. Vom ganz kleinen, traurigen, einsamen Augenblick bis hin zu den Kriegen in der Welt, zur Ungerechtigkeit, zu den Katastrophen, die wir kennen. Wie also umgehen mit dieser Schieflage der Welt? Die Antwort Jesu lautet: Barmherzigkeit zur Vergebung der Sünden. Was ist Barmherzigkeit? Ein Wort, das man irgendwo aus dem Sprachgebrauch kennt, aber das doch schwierig ist. Mir kommt vor, das Wesen von Barmherzigkeit besteht darin, dass ein Mensch bereit ist, für fremde Schuld mitzuzahlen, eine fremde Rechnung mitzuübernehmen. Die beste Illustration dafür ist
das Beispiel vom barmherzigen Samariter, das Jesus uns gegeben hat. Da fällt einer unter die Räuber und dann kommt der Samariter, der damit überhaupt nichts zu tun hat, vorbei, nimmt ihn mit, lässt es sich Zeit kosten, Geld kosten, Umstände kosten, dass er diesem Menschen hilft. Hat damit nichts zu tun gehabt. Einfach, weil er barmherzig ist, weil es ihm ans Herz geht und weil er bereit ist, sich das etwas kosten zu lassen. Ich bin sicher, jeder von uns kennt das aus dem eigenen Leben. Als Empfänger von Barmherzigkeit und als Geber oder Geberin von Barmherzigkeit. Wir sind von Anfang an darauf angewiesen, dass andere Menschen großzügig zu uns sind. Und dürfen auch die Erfahrung machen, dass es anderen Menschen und eigentlich auch uns selber gut tut, nicht kleinlich zu rechnen, sondern auch großzügig zu sein. Auch dann, wenn es darum geht, Dinge auszubügeln, die andere Menschen verbockt haben. Das beginnt damit, dass man einen Mist auf der Straße aufhebt und 5 Meter weiter in den Mistkübel, wie wir in Österreich sagen, trägt. Ja. Weil, obwohl man damit nichts zu tun hat, dass jemand anderes die Bierdose dort liegen hat lassen. Bis hin zu den Folgen von Hunger und Krieg in der großen Welt, wo Menschen in unglaublicher Spendenbereitschaft und Selbstlosigkeit sich einsetzen, um Leid zu mindern, selbst auch in Hilfsorganisationen vor Ort. Auf die Spitze getrieben hat Jesus das mit seiner Lebenshingabe. Barmherzigkeit pur. Er hat gesagt, das ist mein Leben, das gebe ich hin zur Vergebung der Sünden. Gemeint ist deiner und meiner Sünde. Viele von euch haben das heute Vormittag im Bußsakrament ganz hautnah an sich herangelassen. Oder herznah, sage ich besser. In ihr Herz gelassen. Jesus hat nichts zu tun mit meiner Sünde. Er ist dafür nicht verantwortlich. Aber er sagt, du, ich liebe dich so sehr. Ich bin bereit, dafür einzustehen, dafür zu bezahlen. Das ist die Größe des Bußsakramentes, dass wir die Freude haben, eben nicht kleinlich aufrechnen zu müssen, sondern zu sagen, da gibt es einen, der hilft mir, dass ich das bewältigen kann. Ich möchte schließen damit, dass ich euch bildhaft bringe, was es bringt zu beichten. Ja, man wird die Sünden los, freilich. Und im Buch Ezechiel haben wir in der Lesung eindringlich gehört, dass dass Sünde Konsequenzen hat, bis hin zum Tod. Was bringt es also, wenn man Sünden, auch kleinere, los wird? Ich sage gerne dazu, mir kommt die Beichte vor wie ein Fensterputzen für die Seele. Ich sehe nach der Beichte klarer. Ich sehe die Liebe Gottes klarer. Ich sehe die Schönheit anderer Menschen klarer. Sie gehen mir manchmal weniger auf die Nerven. Oder ich kann lächeln, geduldiger sein. Und ich sehe auch mich selber klarer mit dem, was Gott von mir möchte. Fenster putzen für die Seele. Manche andere sagen, es ist wie Aufräumen im eigenen Inneren. Ordnung schaffen, die einzelnen Räume durchgehen, Lebensbereiche. Und ich erlebe immer wieder, dass es Menschen Entspannung verschafft. Gerade junge Menschen haben so viel Druck auszuhalten. Druck, der aus dem Inneren kommt, der aus dem Äußeren kommt, von fremden Erwartungen, von Lebenssituationen, von der Zeit, die vergeht, die einfach Entscheidungen erfordert. Druck, Druck, Druck. Und die Beichte ist so etwas wie ein Entspannungsventil. Da kann ich mal alles rauslassen. Und dann von neuem tief einatmen, Gottes Liebe, die mich von ihnen neu erfüllt. Wir feiern heute den Gedenktag des heiligen Pfarrers von Ars, eines ganz großen Pfarrers, Seelsorgers und Beichtpriesters. Er hat es verstanden, Menschen die Beichte so nahe zu bringen, dass sie verstanden haben, da geht es nicht darum, mich klein zu machen, sondern im Gegenteil, mich aufzurichten, mir zu helfen, dass ich die nächsten Schritte meines Lebens gut gehen kann, weil Gott mich liebt und weil Gott barmherzig ist, auch wenn ich selbst seiner Liebe nicht so entsprochen habe, wie es ideal wäre.
aber er ist nicht der, der dann seine Liebe mir entzieht, sondern im Gegenteil, in Jesus sagt, du komm, ich helfe dir wieder auf, tu die nächsten Schritte. Und ich wünsche euch gesegnete nächste Schritte auf diesem heiligen Pilgerweg, heute durch den Kreuzweg hindurch, morgen in die Vigil und dann in die Freude des Sonntags, an dem wir gemeinsam mit Papst Franziskus die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern werden. Denn Gott hat das letzte Wort und das letzte Wort ist Leben und Liebe.